Könnt ihr mir auch den Gefallen tun und alles bitte steif halten, okay? Das ist sowieso wichtig. Ja, vor allem die Nippel. Ja, die Nippel. Oh, die Nippel steif halten. Vor allem, ich liebe es, wenn meine Nippel steif sind. Echt? Meine sind immer steif, die sind dauersteif, Digga. Digga, deine sind einfach sexy, Alter. Genau wie mein Penis. Digga. Du bist ja jetzt ein ganz... Hier, Alter, jetzt geht's los. Nein! Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigter Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Freunde? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video von mir und dieses Mal habe ich mal wieder einen Gast am Start. Wer bist du denn? Genau, meine lieben Freunde, hier ist euer Jorginho und willkommen auch auf meinem Kanal zurück. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, Freunde, jetzt kommt endlich mein erstes Spiel. Die ganze Zeit Komplikationen bis zum geht nicht mehr. Aber was und, für welche? Ja. Alter, unnormal. Wir haben da wirklich jetzt die ganze Zeit rumgebastelt und jetzt sollte es funktionieren, Freunde. Ich habe kein Spiel gezockt, bis er es endlich hinbekommen hat. Er hat jetzt ein neues Aufnahmeprogramm und das ist sehr gut und ganz ehrlich, jetzt können wir endlich zocken und mein zweites Spiel bestreiten. Ey, Digga, ohne Scheiß, ich leide so unter, wenn ich nicht zocken kann. Ich leide einfach darunter, dass ich noch gar nicht gezockt habe, also los geht's. Ja, los geht's, er hat noch gar nicht gezockt, mal sehen, wie er darauf reagiert. Lass nicht nochmal dieselbe Map zocken, ich hab keinen Bock wieder mit. Was ist denn jetzt los, Alter? Bei mir hat's auch gerade geleckt, Digga. Bei dir auch? Ich meine, irgendwie sind keine Maps zu sehen. Ja, jetzt leckt's nicht mehr. Ja, da musst du keine Sorgen machen, Digga, das wird schon nicht laggen. Er hat extrem Sorgen, sodass gar nichts klappt und so. Keine Sorge, es wird alles klappen. Jojo, beruhig dich erstmal. Halte deinen Penis steif wie immer. Alles klar. Und dann wird alles gut, okay? So sieht's aus. Könnt ihr mir auch den Gefallen tun und alles bitte steif halten, okay? Das ist sowieso wichtig. Ja, vor allem die Nippel. Ja, die Nippel. Oh, die Nippel steif halten. Vor allem, ich liebe es, wenn meine Nippel steif sind. Echt? Meine sind immer steif, die sind dauersteif, Digga. Digga, deine sind einfach sexy, Alter. Genau wie mein Penis. Digga. Du bist ja ein jetzt ganz... Hier, Alter, jetzt geht's los. 9, 8, 7. Also dieses Gefühl, das kenne ich ganz genau, ja? Das kenne ich ganz, ganz genau. Kraft unter Adrenalin, ne? Das ist nicht mehr normal. Ja, los geht's, Leute. Freunde, es geht los. Erste Mal Call of Duty Ghost. Ja. Ich muss den ersten Kill direkt machen. Ich darf jetzt nicht am Anfang einen Kill verkacken. Nee, darfst du auf keinen Fall. Du darfst nicht... Oh, scheiße. Pass auf, von rechts. Hast du? Hast du den Kill? Assist. Hast du den Kill? Assist. Scheiße, komm, Digga, du schaffst es. Ein Kill. Der erste muss sitzen. Oh, scheiße, falsch. Das war ein Teammate. Sorry, Teammate, vergib mir. Ich liebe dich. Nicht. Alter, ich kenne mich gar nicht hier aus, Alter. Ja, der erste Kill ist mir. Ja, echt? Und der zweite geholt. Echt jetzt? Ja. Oh, scheiße, Digga, ich sterbe die ganze Zeit. Gamer-Position einnehmen. Boah, ja, Digga. Mann, ich hab schon die erste Killstreak. Ernsthaft? Ja. Was ist denn bei dir los, Alter? Sorge auf Droge, Alter. Ich weiß es nicht, Alter. Das Spiel, Adrenalin ist am Start, Freunde. Ich bin übertrieben happy, Mann. Nein! Ah, oh, hab ihn gekillt, Alter. Aber wenigstens das jetzt bekommen, okay. Oh, schade. Oh, lass ihn erraten. Oh, scheiße! Alter, was ist denn jetzt passiert, Alter? Selbstmordhilfe? What the fuck, Alter? Episch, Alter. Verderbe, Alter, den habe ich weg. Shit, Alter. Das kann nicht wahr sein, Digga. Ich hab den genau angeschossen. Oh, Alter, das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Krass, Alter. Man muss aber auch sagen, die sind alle viel erfahrener. Die kennen das schon alle, weil in Amerika ist es halt früher rausgekommen. Und das ist eigentlich der einzige Grund, wieso die besser sind. Boah, die Granaten zu schmeißen fühlt sich echt extrem neu an. Boah, ich hab echt jemanden angehittet. Ja. Und das, also die Steuerung fühlt sich auch so anders an irgendwie. Oh, scheiße. Komm. Digga, was war denn jetzt? War das knapp, Alter. sorry, falls ich ein bisschen leiser bin, aber ich muss, weil es schon ziemlich spät. Verkackt, Alter. Da muss man sich... Ich muss auf jeden Fall meiner Steuerung noch was ändern. Ich muss auf C, muss ich mich ducken. Das habe ich irgendwie noch nicht. Das ist okay. Ist ein erstes Spiel, ich vergebe dir. Und ich hoffe, die Abonnenten auch. Okay, den nächsten geholt. Solange ich positiv rausgehe in meinem ersten Game, bin ich übel zufrieden. Pff, positiv, Digga, ich bin nicht positiv. Nein. Digga. Das wird ziemlich schwer, Digga, weil die sind halt alle, die zocken das schon ziemlich lange. Und wir sind jetzt hier Neulinge. Ich finde das ultra scheiße, dass es immer so Leute zuerst haben, weißt du? Ja, aber ich muss mein Revier direkt markieren, Digga. Ja, diese Waffe, die ist echt schlecht, Alter. Ich hasse die. Aber ich will jetzt keine Waffe wechseln. Weil ich finde, sowas macht man nicht. Oh, scheiße, boah, scheiße. Boah, Alter, ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe gerade auf diese... Alter, die Minimap ist ja unnormal groß geworden, Alter. Wow, what the fuck ist mit der Minimap los, Digga? Die ist auf Droge, Alter. Alter, hast du das auch schon mitbekommen? Nee, ja, ich mir jetzt gerade aufgefallen. Alter, übel. Ziemlich krass, oder? Digga, was geht mit dem ab, Mann? Wow, das war knapp, Alter. Oh, Digga, ich komme gar nicht klein in diesen scheiß Maps, Alter. Ich habe ein 5 zu 4, glaube ich. Digga, solange du positiv bist, ist alles okay. Kriegst du einen Snickers von mir. Aber nur, wenn du positiv bleibst. Komm runter, Junge, komm runter. Oh, Alter, von wo kam der denn jetzt?
Oh, Digga, ja, das ist echt kompliziert, Alter. Vor allem, man kennt die Maps überhaupt nicht. Man kennt die Maps gar nicht, Alter. So, man läuft einfach wahllos rum. Ja, man, aber ich muss sagen, die erste Map, da habe ich mich echt schneller angewöhnt. So, oh, scheiße. Ah, den habe ich bekommen. Gut, alles klar, Leute. Keine Sorge, keine Panik. Alles wird gut. Oh, Digga, ich bin ohne Spaß, ne? Also, Leute, ihr müsst es echt einfach mal wissen. Wir haben da wirklich jetzt so lange dran gesessen und ich bin einfach nur übertrieben seppig, dass es happig. Dass es jetzt läuft und ja, ich darf auch natürlich jetzt nicht so laut sein, meine Freundin ist am Schlafen, ich muss auch natürlich ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Aber es ist nicht so schlimm, Freunde, für euch, ja, wir wollen natürlich sehr exklusiv bleiben. Ja, und das ist jetzt mein zweites Spiel, irgendwie läuft das schon ein bisschen besser als das erste, weil ich mich einfach mehr dran gewöhne so. Ich werde definitiv, ich glaube, ich werde ein guter Call of Duty Ghost Spieler, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich schlecht werde. Auch wenn das Spiel jetzt nicht so den leichtesten Eindruck macht. Aber jetzt muss man sagen, die sind natürlich alle besser, weil... Ja, ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit wiederholen. Ihr wisst, weil die einen großen Penis haben. Oh, ich will keine Waffen aufheben. Oh, ich will mich nicht spoilern lassen. Scheiße, zu spät, ey. Tut mir leid dafür, Alter. Nachladen, vielleicht sterbe ich ja jetzt. Komm, lass mich sterben, nicht Spaß. Ich will Vor allen Dingen, ich muss echt sagen, das Spiel fühlt sich wirklich so ähnlich an wie MW3. Ja, ne? Vor allem auch mit diese Waffen, die wackeln sollte, wenn man mit Alter, was geht mit dem? Wie konnte er mich denn sehen? Ich guck mir, ist klar, der kommt mich wieder 80 Jahre vorher sehen. Ach, die Killcam habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Das krass, Alter, die Killcam, da sieht man die Waffe, die er benutzt hat, da sieht man alles, Alter, sogar seine Penislänge. Echt? Ja, die war ziemlich klein. 18 mm habe ich gelesen. Ah, ja, 18 mm, ja. Und, ja, Freunde, definitiv auch jetzt mal für meinen Kanal, ich werde mit, hier, dem Danny in Road to Commander starten. Also bei mir heißt das natürlich nicht Road to Commander, ja, bei mir heißt das Road to Beast, weil, ich bin einfach das Beast und Danny ist, Ja, wir machen zusammen Road to Commander. Die Schöne, ich bin das Beast. Alles klar. So, und ja, auf jeden Fall machen wir zusammen eins und wir haben einfach übertrieben Bock. Es macht echt, ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal. Ich will es nicht übertrieben hypen, ja. Das war nämlich damals bei Black Ops 2 nämlich auch nicht anders. So, direkt mal wieder, Digga, ich erzähl dir mal was, ne? Eine Killstreak. Und zwar, ich hebe die ganze Zeit jetzt hier Waffen auf, weil das nervt mich, Alter, übertrieben. Digga, ich hab eine Drohne, die man auf unten stellt. Digga, ich hab gar nichts, Alter. Ich bin sogar Erster. Ich verstehe gar nicht, wie kannst du unter mir sein? Ich weiß auch nicht warum. Ich schäme mich vor. Boah, Digga, ich bin ein bisschen aufgeregt, Alter, wenn ich das zocke irgendwie. Keine Ahnung. Da hinten, der war oben auf der Brücke. Jetzt mal ohne Spaß, es ist echt schwierig, wenn man da. Da hast du den Überblick davon. Ja, ist doch okay, Alter, wir kennen doch noch die Maps nicht. Ich werde, die Zuschauer werden das verstehen. Lass mich einmal die Maps kennenlernen. Vor allem, man läuft jetzt die ganze Zeit hektisch rum. Ich bin trotzdem besser als die, ohne Scheiß. Ich bin wesentlich besser als die. Das kann ich dir versichern, Alter. Den, ja. Oh, das auf der Hüfte. Oh, jetzt hebe ich schon wieder diese Waffe auf. Verdammte Scheiße, lass mich doch nicht. Ich lass mich voll spoilern, Alter, ohne Scheiße. Warum hebst du ja dann auch auf, Alter? Ich weiß nicht, das blinkt mich so dazu. Das steht so ein J und dann sehe ich das J auf meiner. Kann das sein, dass man übertrieben schnell stirbt? Ja, es stirbt ziemlich schnell. Also eigentlich so wie bei MW3, finde ich. Also, weiß nicht, kann ich nicht genau sagen. Und dieses Fenster da oben, ne, ich merke schon, Alter, diese Map wird mein Hassmap. Ey, ich sterbe hier die ganze Zeit zum Schluss, Alter. Warum gerade am Anfang? Ja, das war bei mir auch so. Bei mir war das auch so. Oh, und ich bin auch noch letzter Kill, Alter. Ich bin positiv, Leute. Mein zweites Spiel und ich bin positiv. Bist du auch positiv? Wo bist du? 8 zu 15. Nicht schlecht. Aber war, ich glaube sogar, ich glaube, das war, ich weiß nicht, das war ungefähr gleich gut wie mein erstes Spiel. Ja. Ja, also ich. Freunde, jetzt mal ganz im Ernst, so, das Video ist jetzt sowieso beendet, aber ich muss noch kurz mein Endfazit dazu geben. Also ich muss sagen, ich glaube, das Spiel hat ziemliches Potenzial, ja, wenn es nicht schon wieder kaputt gepatcht wird. Und es fühlt sich auf jeden Fall an wie MW3, für alle, die jetzt sagen, ja, wie fühlt sich das denn überhaupt an? Ja. Man merkt, dass es von Infinity Ward ist und ja, es macht auf jeden Fall übelst Bock. Ja, sehr, sehr gut sogar. Übrigens, ich freue mich auf den Alien-Modus, der wird auf jeden Fall auch noch kommen. Auf jeden Fall. Und ein drittes Spiel, denke ich, werde ich dann auch noch machen. Das vierte Spiel werde ich dann nicht mehr aufnehmen, das ist dann unnötig. Aber so die ersten drei Spiele, denke ich, sollte ziemlich gut sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, dass ihr heute mitgemacht habt. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von Call of Duty Ghost sehen wollt. Und ihr euch auch so auf das Spiel freut. Ich persönlich, mir gefällt es sehr, für den Anfang zumindest. Aber mein Fazit kommt erst nach einer Woche ungefähr, wenn ich das Spiel mehr kennengelernt habe. Obwohl es eigentlich auch schon zu kurz ist nach einer Woche, finde ich. Ja. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen bei Jojo, bedanke mich auch nicht, aber das hier ist schon sofort. Ja, Freunde, schaut auf jeden Fall in die Beschreibung bei mir. Link vom Danny in der Videobeschreibung. Und ja, da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch oder nehmt euch das Leben. Es gibt genug Sachen im Haushalt, wie zum Beispiel jetzt hier mein Ohrring, Freunde. Und da würde ich sagen, bis bald, da bin ich im Wald. Und da würde ich sagen, 3, 2,
1.